Soeben bin ich hier in Gochsheim angekommen. Ich werde jetzt meine Tour hier absolvieren. Ein Wanderbahnhof, das ist interessant. Hä? Ziemlich kühl, aber zum Glück kein Regen. Gestartet bin ich in Gochsheim. Mein Weg führt bis nach Bretten. Ich bin da unterwegs auf dem Europa-Fernwanderweg E1. Der kommt von Nordkap und führt bis nach Sizilien. Meine heutige Wanderung ist 15,2 Kilometer lang, geht etwa 130 Meter bergauf und ungefähr 90 Meter bergab. Ich wünsche euch viel Unterhaltung bei meinem heutigen Film. Genießt es auf dem Weg nach Bretten im Kraichgau. Da die ersten Blüten. Der Weg ist ein bisschen schmutzig. Es hat diese Nacht ziemlich stark geregnet. Man sieht es auch am Bach an. Da kommt ganz schmutzig daher. Und da vorne, oben, sieht man schon das kleine Städtchen Gochsheim. Hier befinde ich mich jetzt im Städtchen. Oben. Ganz toll da. In Gochsheim. Die Kirche. Schön. Riesen alten Häusern. Kirche da oben. Das sind die Ecken. Ja. Da vorne kommt jetzt an das Schloss. Das ist das Schloss hier. Gochsheim. Die Stadt hier. Groß. Geschichte. Schloss. Da geht jetzt diese Treppe runter. Heute noch Stadtmauer im Städtchen entlang. Da blüht es auch schon. Das Schloss, auch sein Dom.
grüne Fassade, das Schulhaus. Jetzt geht mein Weg ganz leicht bergauf. Wenn ich da noch zurückschaue, da unten ist das Städtchen Goxheim. Sind es an diesen Wolken heute? So bleibt, bin ich zufrieden. Diesem blühenden Baum einen Blick in das Land. Hier unten, da vorne über diese Hügel, bin ich irgendwo mal drüber gekommen. Hier war wahrscheinlich der Sturm am Werk. Das ist ein schöner Wald. Aber das muss vom Sturm abgeknickt worden sein da oben. Da oben sind wir bei der neuen Bahnlinie von Mannheim nach Stuttgart. Sie wird jetzt dann schon bald geschlossen. Eine größere Sanierung. Da geht sie weiter. Da kommt eine Ausweichstelle. Und schon bald weiter oben eine längere Brücke. Die sehen wir wahrscheinlich aber nicht. Und da hier hinten wäre der... Ah, da kommt gerade ein Zug. Da unten kommt gerade ein Zug, ein ICE nach Stuttgart. Starke, große Geschwindigkeit, schön weites Land Richtung Schwarzwald. Hat es noch ziemlich viele Wolken. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Da vorne ist die große Bahnbrücke zu sehen. Ich hoffe, man sieht sie. Ja, ich bin es natürlich. Strecke von Mannheim nach Stuttgart. Stuttgart wäre da weit, weit, weit vorne. Das ist da schön weit. Das ist eine schöne Gegend oben. Aber ein bisschen kalt. So sieht es bei schönem Wetter aus hier. Die Talbrücke Bauerbach heißt die. Hinten ist der Strombergrücken. Wirklich ein weiter Aussicht. Da sieht das sehr weit. Hier kommt ein Dorf. Schöne Aussicht da oben. Aber das Wetter gefällt mir nicht so. Verschwindet das Blau. Aber jetzt, ich genieße es auch so. Es kommt ein sehr rauer Wind heute. So, ich habe da wieder ein Dorf erreicht. Gestorben, so keine Leute. Ja. Eine Kapelle.
nicht so groß. Hier die Kirche. Braucht es auch nicht. Ist auch ein kleines Dorf. Wald. Das Wetter hat sich wieder ein bisschen gewässert. Ich höre da auch die Vogelstimmen. Übrigens von da hier runter bin ich jetzt gekommen. Nach einem kurzen Regenschauer, aber nicht so schlimm. Bisschen nass, kommt hier die Sonne zum Vorschein. Und hier übrigens bin ich gekommen. Hier ein Blick Richtung Rheintal. Da ganz weit vorne hinter diesem Hügel. Und da geht es wieder diese Seite weiter. Da. Übrigens, heute habe ich meine zweitletzte Tour im Kraichgau. Da hier unten haben wir Bretten, mein Etappenziel von heute. Und das nächste Mal geht es dann dort durch dieses Tal, das man da sieht. Dort hinten und über diesen Hügelzug. Ganz hinten am Horizont, ich hoffe man sieht es, sieht man schon den Schwarzwald. Bretten erreicht. So ist das Tor. Schöne historische alte Häuser.
Kirche, das ist ein Museum. Schöne alte Brunnen und Heuhäuser. Einfach schön, das Zentrum da. Kleine Haus. Und der großen Kirche. So, die Fahreinzelle reicht. Die Bahnhof von Bretten. Weg. Das ist ein großer Bahnhof. Da sind früher die Schnellzüge durchgefahren nach Stuttgart.